Stell dir vor, und das ist ein Beispiel aus dem echten Leben, du bietest eine Dienstleistung an, indem du Leute begleitest über 6 Monate, während sie Videolektionen in deinem Mitgliederbereich durchführen, aber auch 1:1 Begleitung von dir haben. Aktuelle Situation bei meiner Frau Judith. Und manchmal sind es die kleinen Automationen, die nicht so wild sexy sind, die aber jeden Tag im Hintergrund ein bisschen Arbeit abnehmen. Wie läuft das hier? 2 kleine, super simple Automationen. Die erste Automation läuft, wenn jemand ein Erstgespräch bucht. Das hast du vielleicht auch in deinem Unternehmen. Irgendwo ein Terminbuchungstool, das ist ja normal heute. Wenn das passiert, dann speichere ein paar Zusatzinformationen in einer Hilfsliste, bei Google Sheets in diesem Fall. Brauchen wir dann später. Wir klicken mal rein. Also Acuity Scheduling ist das Terminbuchungstool, das ich verwende, meine Frau verwendet und ein paar andere Leute auf dieser Welt. Also das watcht, beobachtet, wenn neue Termine gebucht werden, dann fährt diese Automation automatisch durch. Also neuer Termin wird gebucht, dann zweites Modul holt einfach die Details dieser Buchung, also wer hat gebucht, und speichert in einem Google Sheet, dann ganz simpel sieht das aus. E-Mail, Telefonnummer, Datum und Appointment Type ID, also was für ein Erstgespräch war das? Das ist eine Liste, die wir nicht bearbeiten müssen, auch nicht anschauen müssen. Das ist eine Hilfsliste für die zweite Automation. Also, wir hatten das Erstgespräch, die Leute überlegen sich, soll ich das buchen oder nicht? Im Idealfall merken Sie, genau das brauche ich. In diesem Fall jetzt 6 Monate Begleitung, wie Sie besser werden mit Ihrer Körpersprache, mit Ihrem Licht, mit Ihrer Videoeinstellungen für bessere Videos. Und Sie buchen das und das läuft in diesem Fall jetzt über ThriveCard für die Zahlung. ThriveCard kommt also eine Bestellung rein. Schauen wir hier rein. Was passiert? Ein New Event in ThriveCard. Irgendjemand kauft was, aber weil da sehr viel Verschiedenes über ThriveCard laufen kann, haben wir hier im nächsten Schritt dieses kleine graue, dieser Filter. Nur wenn es der Lehrgang ist, nur wenn es diese 6 Monate Begleitung ist, dann soll es weiterfahren. Und jetzt Search Rows. Es geht jetzt in unsere Hilfstabelle anhand der E-Mail-Adresse von der Bestellung dann in der Hilfstabelle die Telefonnummer holen, weil in dieser Begleitung gibt's auch WhatsApp-Support oder vielleicht auch mal einen Anruf. Das heißt, wir wollen dann die Telefonnummer in dieser Hauptliste der Teilnehmenden speichern. Das ist das dritte Modul hier, Add a Row. Hier werden die aktuellen Teilnehmenden aufgelistet und wenn jemand schon durch ist, kann man das dann wieder rauslöschen. Aber was es hier jetzt auch macht, ist berechnen, bis wann diese 6 Monate gelten, damit ich nicht immer wieder überlegen muss, ja, hat die Person eigentlich nächste Woche noch die Calls mit mir oder nicht? Das ist einfach alles schön übersichtlich hier in dieser Liste drin. Nicht sehr wilde Automationen, recht simpel, in den Minuten, aufsetzbar. Mit dem kostenlosen Account von Make haben wir das jetzt umgesetzt. Wenn du selbst Make ausprobieren willst, dann findest du den Link unter diesem Video. Du findest noch sehr viele andere Videos auf meinem Kanal über sehr coole, nützliche Automationen, die dir Arbeit abnehmen in deiner Woche, damit du ein bisschen mehr Freiraum hast. See you soon. Bye bye.